Munkelei-verdächtiges Munitionsdruck-Sturmgewehr mit dieser Mundwinkelbezürzung in alle Traditionen begrüßt euch euer Felix LKWDP zu einem weiteren Gamecast. Und wie der Herr es gerade ankündigt, Team Deathmatch ist angesagt auf der Karte Solar und ich werde euch in den nächsten Minuten verraten, welche Klasse ich gerne spiele, gerade aktuell, welche, naja, Perks ich mit einpacke, welche Waffe, welche Aufsätze und warum, weshalb und warum wir hier relativ gut die Gegner wegbrutzeln können in der Wüste. Also, los geht es durch die Mitte, links und rechts sind nicht so viele Feinde, wir wollen Feinde, es ist Team Deathmatch und auf dem, ja, Dach. Da sind doch schon die ersten beiden Kollegen. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Ich halte die IMR in den Händen. Integrated Munitions Rifle. Also ein Zukunftsgewehr, das sich die Patronen selber druckt. Sehr cool. Man braucht nämlich keinen Scavenger. Finde ich schon mal toll. Ja, das normalerweise so stark benötigte Scavenger ist bei dieser Klasse außen vor. Also haben wir im dritten Perk-Slot, naja, ich sag mal, eine Alternative, die wir da reinpacken können. Aber ich fange mal ganz oben an. Low Profile als erstes ist so ein Must-Have, finde ich, denn das Gegner-UAV sieht einen dann nicht und man wird nicht als Punkt angezeigt. Peripherals im zweiten Perk-Slot ist auch so ein Must-Have. Damit sieht man einfach ein bisschen mehr auf der Minimap und die Gegner sehen kein Todeszeichen, wenn man jemanden ausgeschaltet hat. Als drittes, und das finde ich ziemlich krass, im dritten Perk-Slot, oh, da sind auch so viele gute Perks mit dabei und ich habe jetzt Blast Suppressor und Toughness mit eingepackt, ne? Blast Suppressor ist auch so ein Must-Have, finde ich, denn dann sieht man die Exomove nicht, ne? Sollte mittlerweile jedem bekannt sein. Und Toughness einfach, die Waffe verreißt nicht, wenn man getroffen wird. Sie verreißt ein bisschen, aber ich sag mal so ungefähr ein Drittel weniger als ohne Toughness. Und das macht für mich gerade in Gunfights, in denen es um Präzision geht, wirklich einen extremen Unterschied. Und in Call of Duty Black Ops 2 zum Beispiel hatte ich immer Toughness mit dabei. Und hier ist es nicht so stark, aber es ist trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Auf die IMR habe ich dann folgende Aufsätze raufgepackt. Als erstes den Suppressor, dann das Red Dot Sight und als letztes den Foregrip. Und ja, ich weiß, der Foregrip muss nicht sein. Ich hatte leider den Stock noch nicht frei. Und naja, mit Foregrip ist das Ding schon echt so krass genau. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Aber er muss nicht sein. Ich würde den natürlich gegen den Stock tauschen und das habe ich jetzt auch gemacht, ne? Der Suppressor muss meiner Meinung nach sein, denn man kriegt jedes Mal direkt auf die Nase, wenn man einen umgelegt hat, weil alle anderen einen dann sehen auf der Karte und das ist richtig nervig. Man kann überhaupt nicht flankieren. Also Suppressor, ja, macht weniger Schaden, weniger Reichweite, aber trotzdem ist eigentlich auch so Must-Have. Ganz kurzer Einwurf, wer Probleme mit dem Aiming hat, das hat mir relativ gut geholfen, ist einfach die Maus-USB-Abfragerate. Auf 125 Hertz stellen. Ich habe eine sehr, sehr, sehr schicke Rocket-Maus und bei der ist es normalerweise so, dass sie auf 1000 Hertz steht. Und ja, der Unterschied ist merkbar, aber für COD stelle ich sie auf 125 runter und dann geht das auch mit dem Aiming. Dann hat man nicht so ein ganz komisches, schwammiges Mausgefühl. Ich möchte im Folgenden nochmal ganz kurz auf die IMR eingehen, denn die druckt 4 Kugeln in nur 5 Sekunden. Das ist jetzt erstmal nicht viel, aber in TDM oder Domination hat man nicht so viel zum Schießen vor der Flinte und wenn man einigermaßen genau ist, dann braucht man nicht alle Kugeln und man hat immer Mumpeln, um sie auf den Gegner loszulassen. Im Notfall kann man auch eine Zweitwaffe aufsammeln. Des Weiteren ist sehr schön, dass man bei der Waffe wirklich, wirklich gemein hinterhältig den Reload abbrechen kann und dann wieder ein volles Magazin hat, obwohl die Animation noch nicht zu Ende ist. Also der Reload-Cancel ist sehr, sehr gut. Normalerweise macht das Ding einen Schaden von 25 bis 20. Also ich habe meiner Meinung nach immer so 2 Bursts bis maximal 3 Bursts gebraucht, bis so ein Gegner weg war. In Close Range war es dann manchmal sogar möglich mit einem Headshot irgendwie mit einem Burst, aber meistens immer 2. Weiter geht's mit meinen ausgerüsteten Score-Streaks und da habe ich mir jetzt eine Sache angewöhnt und zwar packe ich sehr oft das Support-Module ein. Das heißt, ich habe 3 Squad-Streaks, die sich nicht resetten, wenn ich sterbe. Natürlich kostet das mehr Punkte, aber lieber habe ich doch hier und da ein UAV, ab und zu mal, als immer irgendwie ein Punkt vor der nächsten Squad-Streak weggeholt zu werden. Also, das erste ist das UAV mit dem Support-Module, extra Assist-Points und extra Time, damit sozusagen sich mein Score schneller aufbaut. Als zweites habe ich dann das Orbital Care Package mit Double Tap, mit Fast Pickup und auch dem Support-Module.
Module. Fast Pickup einfach, damit man nicht so lange neben dem Ding sitzen muss, bis man so die Geschenke innen drin genommen hat. Und Double Tap, wenn ich echt sehe, dass das eine Miststreak ist, dann kann ich die nochmal schnell austauschen, ist dann auch egal. Als letztes habe ich den Remote Turret mit 360 Grad Turret Head und dem Support Module und dem Sentry Module mitgenommen. Das Sentry Module finde ich übrigens sehr, sehr wichtig, da ich überhaupt kein Fan davon bin, in dem Turret selber zu hocken und auf die Gegner zu warten. Ne? Und wenn man den so hinterhältigerweise echt in so eine Ecke packt oder so, dann kriegt man damit schon gut 1, 2, 3, manchmal auch 4 Kills. Also probiert diese Kombination mal aus. Mit Kombination meine ich natürlich die Attachments auf der IMR zusammen mit den Perks und den Killstreaks. Also probiert generell die Klasse mal aus und mich würde mal interessieren, was ihr dazu denkt und welche Verbesserungsvorschläge ihr habt. Ne? Also wie gesagt, Stock muss noch ran anstelle des Griffs, aber ansonsten finde ich die Klasse eigentlich schon ganz gut. Wenn ihr selber eine Klasse habt, mit der ihr so übelst zerreißt, ja, dann schreibt sie mir mal bitte in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren, denn vielleicht ist ja eine Klasse darunter, na, mit der ich dann auch was gebacken bekomme. Also Dankeschön schon mal im Voraus. Ich möchte auch die letzten verbleibenden Minuten dafür nutzen, mich bei euch zu bedanken. Und zwar dafür, dass ihr mir so treu geblieben seid. Ich habe mich extrem über die Views gefreut, extrem über die Daumen gefreut. Und es war ja auch ein relativ gutes Daumenverhältnis. Dankeschön dafür, dass ihr diese ersten beiden Videos so gut unterstützt habt. Natürlich kommt auch Battlefield Play for Free. Und ja, es wird auf eure digitale Mattscheibe gedrückt. Eventuell der ein oder andere möchte es nicht sehen. Aber es gibt doch noch sehr viele, die das sehen wollen. Und für die mache ich das natürlich gerne. Auch LOL wird zurückkommen. Und es sind einige unter euch, die sich darüber extremst gefreut haben. Und auch die möchte ich nicht enttäuschen. Ne? Also in Zukunft wird da auf jeden Fall noch was kommen. Und ich versuche auch regelmäßig Sachen dann hochzuladen. An dieser Stelle nochmal ganz kurzer Hinweis. Ich habe auch einen Fratzenbook aka Stalkerbook Account. Da könnt ihr mich gerne hinzufügen. Da poste ich hier und da Sachen. Und ein Twitter, wie Maxoa sagen würde, Tor-Account. Schöne Grüße an Max. Spammt ihn zu. Nein, lasst es, sonst kriege ich mir Ärger. Nein, aber auf jeden Fall habe ich diese beiden Accounts und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, denn da gibt es immer News rund um die Sachen, die ich gerade so mache. Da oben, da ist doch irgendwo der rote Punkt. Wo ist er denn? Ach, da kommt der Kollege. Schnell verarztet. Ich habe jetzt wieder ein Orbital Care Package und bin zudem noch Kingslayer. Aber die Runde ist schon zu Ende. Ah, das ging relativ schnell. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann könnt ihr mir gerne ein Däumchen hinterlassen. Da freue ich mich extremst drüber. Und wir sehen uns beim nächsten Cast, wenn ihr denn wollt. Euer WDP. Bis zum nächsten Mal. Over and out, 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 out. Out, out, out ist noch nicht alles, denn es geht noch ein bisschen weiter. Ja, mit der IMR ein 31:3 auf Solar gerissen. Kann man mal machen. Müsste man öfter machen, sage ich mal. Oben geht's zum vorherigen Gamecast und unten kannst du meinen Kanal abonnieren, wenn dir so ist. Ich würde mich natürlich extremst freuen. Und ich sage an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Over and